the other lab, we had a bicycle powered by Petra Kucha. So basically, every speaker has 20 slides and they have 6 minutes and 40 seconds in total to talk about their cycling project. Mein Name ist Arvid Krenz, ich bin Verkehrsplaner und habe mich beschäftigt mit Verkehrsunfällen in Berlin und insbesondere mit einer neuen Verkehrslösung an Kreuzungen, die eben hilft, Unfälle zu vermeiden zwischen rechtsabbiegenden PKWs und den Radfahrern. Sie sehen, dass die Gesamtunfallzahlen in Berlin abgenommen haben in den Zeitraum von 2000 bis 2005. Hingegen haben die Radverkehrsunfallzahlen von 2001 bis 2008 kontinuierlich zugenommen. Sicherheit ist eine der wichtigsten Anforderungen. Also die Einradfahrer wollen eher im geschützten Raum unterwegs sein, auf dem Radweg, weit weg vom Kfz-Verkehr. Andere, denen ist es ein bisschen zu gemütlich, die wollen eher auf der Fahrbahn unterwegs sein, so wie hier auf dem Radfahrstreifen. Die wollen vor allem gut sichtbar sein. Also die verschiedenen Sichtweisen haben mir schon gefallen. Ja? Dass man aus verschiedenen, also nicht nur aus der Wissenschaft Leute hat, sondern aus dem künstlerischen Bereich, aus Leuten, die sich einfach sowas überlegen. Das ist schon eine nette Mischung. Wir wollen mit E-Bikes natürlich Autofahrten ersetzen. Wir wollen nicht dem Fahrrad die Konkurrenz machen und wir wollen natürlich sehen, dass in den Städten Autofahrten weniger werden. Wenn wir die ganzen Shopping-Trips und Einkaufsfahrten in Deutschland substituieren könnten, könnten wir am Ende des Tages 17,5 Millionen Tonnen CO2 ansparen. So today Rachel Smith, as part of the Dynamic Connections program, decided to rent out parking spaces in Berlin. For about 6 hours, 8 hours. And we actually paid the parking space and then we took over it. It's almost like a temporary tenancy in the city of Berlin. And then we installed different types of activity. Wie kann man Parkplätze anders nutzen? Es geht darum, ein bisschen öffentlicher Raum zu aktivieren. Und andere Nutzungen zu denken für öffentlichen Raum. Es ist ein Vorschlag, um die Stadt ein bisschen anders zu erleben. We're in a parking lot and we're gonna cut my hair here. I think the philosophy is really just thinking more about food in the city, having fun with food, appreciating food and where it comes from. You can see there's a garden there. A vegetable garden and a trolley cart. Mobile gardens are also a statement for where our food comes from. We can grow food in the city anywhere. Nix kommt ein Grammophon. Wir nutzen als Tanzfläche für Swing. Viele Leute kommen vorbei und tanzen wir alle zusammen. It's worth reminding ourselves of the cost in terms of space that cars and lorries require in cities and how much better such space could be used.